Ja, heute mal eine Burg. Hallo und herzlich willkommen zur Burg sozusagen. Das ist Schloss Hohenbaden, beziehungsweise gerne Altes Schloss genannt hierzulande. Ich versuche euch nachher mal noch ein kleines bisschen eine Totale zu machen. Jetzt erstmal hier einmal kurz ein paar Takte zum Eingang bzw. zu Restaurant. Also Restaurant kann man recht kurz abhandeln, ist inzwischen nur noch für geschlossene Veranstaltungen, hat die Corona-Zeit wohl nicht so gut überstanden, Näheres weiß ich nicht, aber ja, ist der einzige Teil der Burg, der so weit renoviert wurde, dass es nicht mehr reinregnet. Alles andere ist tatsächlich völlig eine Ruine. Das hier ist auch der historische Eingang. Und angenommen, wir wollen jetzt die Burg erobern, jetzt tun wir mal so, dann haben wir das Problem, dass hier erstmal Tor zu. Ne? Da müssen wir jetzt also irgendwie rein. Und um hier zum Tor zu kommen, müssen wir erstmal hier entsprechend hochsteigen. Ja? Einmal den Burgweg rauf und haben dann eben das Problem, dass während wir den Burgweg hochsteigen, also da links im Bild, ne, dann logischerweise wir beschossen werden, während wir uns dem Tor nähern. Und zwar beschossen werden wir einmal aus Schießscharte rechts, Schießscharte links, Schießscharte da oben, Schießscharte da unten und dann gibt es hier noch dieses vorgelagerte Türmchen, von dem aus man ganz wunderbar ebenfalls noch beschossen werden kann. Und da hat man also nicht so richtig eine gute Zeit. Ja, und blöderweise war hier ursprünglich obendrauf noch ein Torhaus. Das heißt, da fehlt jetzt jede Menge Mauer und jede Menge Höhe vom ursprünglichen Torhaus. Das heißt, oben noch ein ganzes kleines Wachtürmchen, nochmal mit zahlreichen Schießscharten, woraus man noch beschossen werden konnte. Wahrscheinlich ein Stückchen überhängend, also hier wupp, noch ein Stückchen weit raus, sodass man möglicherweise eben von oben quasi durch die Decke des Torhauses eventuell noch beworfen, beschossen oder sonst irgendwie was werden konnte. Aber jetzt nehmen wir mal an, wir schaffen es tatsächlich in die Burg, rammen die Tür ein und landen jetzt hier direkt im Torhaus. Hier sieht man noch die Reste vom unteren Bereich des Torhauses, das sich hier befunden hat. Da könntest du also auch ein paar Wachen hinstellen, die hier da, also quasi nach da, wo ich jetzt stehe, mit Sicherheit auch Schießschartenmöglichkeiten hatten, einfach mit einem langen Spieß durch irgendwelche Schießscharten rauszupieksen und andere schöne Dinge zu tun. Dadurch, dass das hier oben ursprünglich zu war, kann man sich auch vorstellen, dass es da noch Löcher in der Decke gab, sogenannte Mörderlöcher, wo du dann einfach aus der Decke raus Dinge runterschmeißen konntest, runterstechen konntest mit dem Speer und so weiter und so weiter. Und all diese schönen Dinge sind passiert, während man versucht hat, Tor Nummer 2 aufzubekommen. Ja? Ebenfalls mit dem gerade eben verwendeten Rambock. Und wenn das ein bisschen länger gedauert hat, ist kein Problem, hier ist gleich die Toilette. ja, so, also nehmen wir mal an, wir rammen auch hier Tor Nummer 2 auf und herzlichen Glückwunsch, jetzt sind wir in der Burg. Nur dummerweise kommt da hinten gleich Tor Nummer 3 und wie man hier recht schön sehen kann, ist heute sehr neblig, weil mir es noch nicht aufgefallen ist, hier hat es diesen schönen Erker, an diesem schönen Erkerchen, da gibt es verschiedene Theorien, wofür der gut war, aber man kann sich schon vorstellen, dass sich da alle möglichen Kessel und Ähnliches befestigen lassen, um einfach dann hier auf diesen doch sehr steilen Fleckenboden irgendwas ja, drauf fließen zu lassen letztendlich, das dann eben dazu dienen kann, dem Feind schweren Schaden zuzufügen. Das ist bekanntermaßen häufig Pech, ja, hört man immer mal wieder. Ich glaube, in den seltensten Fällen wurde wirklich Pech verwendet. Siedendes Öl tut es auch. Davon abgesehen, auch heißes Wasser, so richtig schön heißes Wasser ist eben Fall schon gar nicht lustig, wenn man das entsprechend übergossen bekommt. Und also da gab es reichlich Möglichkeiten, unschöne Dinge darunter zu kippen. Gut, hier muss auch noch mal irgendwie durch diesen Mauervorsprung vielleicht noch irgendwas gemauert gewesen sein, was heute schwer feststellbar ist. Und auch hier wieder eine Schießscharte, einfach um vom Nachbargebäude auch rausschießen zu können, für den Fall, dass der Feind tatsächlich einfach die beiden Haupttore aufbekommen hat und dann hier so weit drin war. Ne? Also wie gesagt, heute geschlossene Gesellschaft, morgen auch, übermorgen auch, übermorgen auch und so weiter. So, jetzt spaßeshalber. Ich versuche so wenig wie möglich Leute aufs Bild zu kriegen, die ja nicht drauf sollen. Hier haben wir jetzt den Palas. Warte mal kurz. Okay, nachdem jetzt wieder der große Andrang vorbei ist. Also hier nochmal das obere Tor. Das hätte man auframmen können als Burg erobern, zu erobern Versuchender. Sofern man dann nicht durch den Keller versucht hat hochzukommen. Das wäre aber auch recht mühsam gewesen, zumal der Keller auch gut zu verteidigen gewesen ist. Aber wir sehen jetzt hier auch nochmal jetzt ein etwas größeres Fenster.
Das müsste wahrscheinlich auch wirklich ein Fenster gewesen sein. Das weist einfach darauf hin, dass wir hier also auch nochmal ein massives Wohngebäude gehabt haben. Soweit sich das heute noch rekonstruieren lässt, ist das hier ein Teil des sogenannten Gesindehauses, das also im heutigen Restaurant damals durch die Belegschaft untergebracht war. Reisende, die zu Besuch waren, die jetzt nicht besonders von Stand waren, also das Personal der Adligen sozusagen, die sich gegenseitig besucht haben, das war dann hier drin untergebracht. Mehr als diese Außenmauer ist nicht mehr zu sehen, weil wurde ja das Restaurant dann reingebaut. So, wir wollen jetzt allerdings durch den Keller und dafür müssen wir hier diese Stufen hoch. Ich filme auch gleich wieder was. Genau. Hier einmal Kellereingang und Pallas von unten, beziehungsweise Pallas von vor der Kellertüre. Auch hier, was heute alles Gestrüpp ist, sehr schönes Gestrüpp übrigens, alle möglichen spannenden Pflanzen, zum Beispiel Ahorn, Hundsrose, Schlehe ist irgendwo da, ein bisschen, ist das eine Mehlbeere? Nee, das ist eine Linde. Das ist eine Linde hier gerade im Bild. Sah im ersten Moment so mehlbeerig aus. Ja, jedenfalls der Kellerzugang, der war natürlich auch entsprechend geschützt. Erstens durch dieses Nebengebäude, was im Original vermutlich auch nochmal Schießscharten hatte, um quasi hier aus dem Gebüsch raus, was damals kein Gebüsch war, da wo ich jetzt stehe, hinschießen zu können oder auch wieder mit Speer und sonstigen Späßen. Also es dürfte wirklich kein Spaß gewesen sein, selbst bis zur Kellertür zu kommen. So, die Kellertür als solche ist eben auch in Massiv ausgebaut gewesen. Die wäre auch wieder nur mit einem Rambock, wenn überhaupt, zu öffnen gewesen. Und ein Rambock auf einer Treppe bedienen ist übrigens auch schon doof. Die Stufen sind nicht mehr original. Die Originalstufen hat man irgendwann mal ausgetauscht, eben für die Touristen, damit die sich nicht dauernd auf die Nase legen. Und jetzt habe ich das Problem, dass ich eine scheide Taschenlampe vergessen habe. Deswegen versuchen wir mal im Keller, soweit es geht, mit dem Handy rumzuleuchten, dass man da noch ein bisschen was erkennen kann. Ich sah schon mal im Voraus, Bildqualität bitte ich zu entschuldigen. Aber solange wir noch ein bisschen Restlicht vom Rand haben, sei hier noch kurz auf zwei, drei Dinge hingewiesen. Erstens, das ist eine Lichtnische. Lichtnischen befinden sich immer im Eingang mittelalterlicher Keller, weil da standen dann halt Kerzen, Öllampen, was halt gerade zur Verfügung stand, um die man sich nehmen konnte, wenn man in den Keller wollte, und hat sich die dann da entsprechend angezündet. Häufig stand da auch eine brennende Kerze oder ähnliches daneben, damit man andere Sachen anzünden konnte, und hatte dann eben sein Licht, um im Keller irgendwas zu sehen, weil da ist duster. So, klappen wir mal rein und stellen fest, dass es immer dusterer wird und alle weiteren Aufnahmen jetzt ein bisschen mit Kunstlicht. Das hier sind so die Mittelsäulen, die der Keller jetzt zu bieten hat. Davon gibt es insgesamt drei Stück. Und das sind natürlich, wie sich das für die Epoche gehört, Rundbögen, die dann eben die Decke des Ganzen halten. Zur Treppe kommen wir gleich. Gehen wir erstmal ein paar Schrittchen rein in unseren guten Keller. Es gibt übrigens inzwischen hier Lichtlöcher. Keiner weiß so genau, das ist eine ganz spannende Sache, wofür die original da sind, ob die nachträglich hinzugefügt wurden. Ich bin inzwischen immer mehr der Meinung, dass die irgendwie jüngeren Datums sind und dann einfach hinzugefügt wurden, damit man im Keller irgendwie was sieht. Ich bin nicht architektonisch gut genug, um zu erkennen, ob die einfach ob das alt ist oder neu. Jedenfalls, die machen keinen Sinn als Lichtloch, weil über uns war die Küche und keinesfalls irgendwas, wo Tageslicht im größeren Stil eingefallen wäre. Deswegen aus heutiger Sicht als Lichtloch völlig unsinnig. Wenn sie alt sind, dann denke ich mir, dass man vielleicht da einfach einen Korb an einem Seil runtergelassen hat und derjenige im Keller die Sachen, die in die Küche sollten, dann da reingepackt hat in den Korb. Und dann wurde es einfach hochgezogen, man musste ein bisschen weniger laufen. Das ist so meine Theorie. Eine andere Funktion kann ich mir nicht erklären, weil wie gesagt, Belichtung völlig, völlig unsinnig, da war kein Licht. So, jetzt gibt es hier diese schönen Kellerräume. Da gehen wir mal spaßeshalber rein. Und dankenswerterweise noch nicht mal allzu sehr zugemüllt und nur eine kleine Pfütze am Boden. Wobei so eine Pfütze am Boden ist durchaus authentisch. Das hier ist nämlich das Gefängnis. Eine der Zellen, die man hier mal eingebaut hat. Die Decke ist nicht besonders hoch. Das war auch für Gefangene nicht unbedingt notwendig. Man hatte hier wahrscheinlich ursprünglich noch eine kleine Holzdecke drauf. Hat einfach Material gespart, weil wie gesagt, das sind bloß Zellen. Durch die Holzdecke ist keiner rausgekommen. Ergo hat das dann auch gereicht.
Zellen wurden erst im späteren Verlauf der Burg dann irgendwann mal notwendig, waren im Originalzustand wohl so nicht geplant. Was hingegen schon immer da war, ist jetzt hier dieser Bereich, in dem ich hier jetzt gerade stehe. Ich weiß wie gesagt nicht, ob man den einigermaßen gescheit sieht, aber der war im Prinzip der Vorratsbereich. Da hinten kommen jetzt wieder ein paar Zellen zum Vorschein. Und was wurde hier gelagert? Naja, sicherlich Rüben, Möhren, Erbsen, solche Sachen, was man halt damals so gegessen hat. Garantiert auch Bohnen. Ich will immer aus Versehen Kartoffeln sagen. Kartoffeln wäre natürlich Schwachsinn, weil Kartoffeln gab es noch gar nicht. Ne? Erst mit Entdeckung Amerikas und so weiter und so fort. Daher das sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja, nichtsdestotrotz war auch Hauptlagermittel, was hier gelagert wurde, mit Sicherheit Fässer mit Bier und Wein, weil das Wasser, was es hier so gab, dürfte ziemlich ungenießbar gewesen sein. Vielleicht hatte man auch mal hin und wieder ein Wasserfass da, aber halb faulig, sehr schlecht schmeckend. Zu der Zeit haben selbst Kinder gerne mal verdünntes Bier oder verdünnten Wein bekommen, einfach mit der Begründung, das ist bekömmlicher, denn das bisschen Alkohol bringt dich zumindest nicht schnell um, gammeliges Wasser hingegen schon. Und das bisschen Alkohol hat einfach ein bisschen bei der Desinfektion geholfen. Man hatte sowieso einen robusten Magen im Mittelalter. Und da darf man jetzt von ausgehen, dass das dann also wirklich die bessere Alternative auch für Kinder gewesen sein dürfte. Ja, wie gesagt, hier nochmal eine dieser Zellen. Ist nicht überliefert, ob das Einzelzellen oder Mehrfachzellen waren. Ich vermute Letzteres. Kommt natürlich immer darauf an, wie viele Delinquenten hier gerade eingesessen sind. Und allzu leckeres Essen werden die dann wahrscheinlich auch nicht bekommen haben. Ja. Gut, dann gehen wir wieder langsam Richtung Ausgang und finden am Ausgang bzw. am Aufgang, genauer gesagt, zwei Treppen. Einmal hier die neu heutzutage begehbare und die historische Treppe. Wie man sieht, es handelt sich um den Rest einer Wendeltreppe. Die führte bis, ja nicht ganz bis unters Dach, aber bis in den dritten Stock der Burg über uns und begann hier tatsächlich im Keller. Was auch heutzutage sehr schwer zu rekonstruieren ist, ist, wann diese Treppe dazugekommen ist. Die ist auf jeden Fall älter, als dass sie einfach zurecht bei der Rekonstruktion, bei der Sicherung der Ruine hinzugefügt wurde, weil es gibt alte Modelle der Burg, die zumindest auf dem aktuellen Kenntnisstand beruhen, wo diese Treppe bereits eingeplant ist und auch die Öffnung oben, wenn man hier dann rauskommt, sieht so aus, als sei die schon älter. Also wird es wahrscheinlich zwei Zugänge zum Keller gegeben haben, mindestens in der Spätphase der Burg. Einmal eben den ich jetzt gerade hochsteige, plus die Wendeltreppe, um von den edlen Gebäuden direkt in den Keller gelangen zu können. Ja, hier mal spaßeshalber kurz ich. Das liegt daran, um kurz zu zeigen, der Kellerbogen hier. Ne? Ich passe hier noch durch, ohne mich bücken zu müssen, aber noch so gerade so. Also die mittelalterlichen Türen mitunter eben eine ziemlich kleine Angelegenheit. So, und damit kommen wir in den Burghof und machen einen Schnitt. So, paar Impressionen vom Burghof. Also hier, wo ich jetzt stehe, auch mit dem Brunnen, das war nie überdacht. Auch dieses Mäuerchen hier vorne war schon immer ein Mäuerchen. Da war also auch kein Gebäude mehr dahinter. Beziehungsweise der Bereich hier, das mag noch ein Gebäude gewesen sein. Ist hier, da sieht man auch die Mauer. Also es ist schwer zu sagen, wo hier der Grundriss des Originalgebäudes genau verlaufen ist. Hier war jedenfalls die Zufahrt, also der breite Zugangsweg. Da konnte man runter bzw. wieder rauf. Und man sieht da drüben noch die Reste eines Daches. Das war vermutlich das zweite oder zumindest ein Teil des Gesindehauses. Wenn wir jetzt hier noch ein Stückchen weitergehen, dann sehen wir auch da hinten im Nebel die andere Hälfte von diesem Dach. Und das ist auch die äußere Burgmauer. Hier gab es zumindest, heutzutage gibt es da ein oberes Tor. Zeigen wir euch nachher noch, beziehungsweise ich. Und da konnte man dann, kann man zumindest heutzutage auch oben raus. Und das hier war vermutlich eben auch nochmal zusammenhängend. Ein Gebäude, wahrscheinlich, wie gesagt, für irgendwelches Personal. Man muss dazu sagen, das ist vielleicht aus den Bildern noch nicht ganz ersichtlich, aber
diese Burganlage, hier war übrigens auch nochmal ein Gebäude, ein Innenraum mit Innenräumen, da hinten sind Fenster zu sehen, also auch hier muss noch da vorne wieder eins gewesen sein. Das ist eine der größten Burgen Deutschlands. Das darf man auf keinen Fall vergessen zu erwähnen, weil eben eine sehr hohe Vertikalität und sehr viele einzelne Gebäude bzw. Räume und Wohnbereiche, die hier vorhanden waren, wenn auch die Grundfläche nicht besonders riesig ist, sind es einfach die Menge an Unterkunftsmöglichkeiten, ne? Und die sehr lauten Kinder. Ja, also hier, wie gesagt, das hier, was jetzt heute hier auch wieder Grünfläche ist, im Sommer übrigens sehr schön mit diversen Blühpflanzen bestreut, war eben also nochmal ein Vorbau, der dem eigentlichen Rittersaal vorgeordnet wurde. Der Rittersaal, das ist dieses Ding hier. Dieser Klotz, und nehmen wir mal an, wir wären jetzt hier den Hauptweg hochgekommen, also da. Dann würden wir jetzt hier ankommen, hätten da also nochmal ein Gebäude und hätten hier den Zugang vom Keller. Durch den Keller werden die edlen Gäste bestimmt nicht gekommen sein, aber hier über dem Keller befindet sich nochmal dieser Vorsprung. Das da vorne ist auch kein, da oben ist auch kein Fenster, sondern eine große Tür. Und der Markgraf, wenn er zum Volke sprechen wollte, konnte also hier vermutlich, das ist auch schwer zu sagen heute, auf seinen Balkon treten. Irgend so eine Vorbrüstung wird es hier gegeben haben. Und konnte von da zum Volke sprechen, das sich hier im Burghof versammelt hat. Also das, was wir da jetzt gerade sehen können, das war nie überdacht, das war wirklich der Hof. Daher finde ich die Theorie mit dem, der Markgraf spricht von dort zum Volke, durchaus recht plausibel. So, dann der Brunnen, das ist eine Zisterne gewesen. Das heißt, er war nie so tief, dass er Zugang zum Grundwasser hatte. Das geht auch nicht. Wir stehen hier auf einem rotliegend Felsen. Da, bis man da zum Grundwasser kommt, das ist nahezu unmöglich. Rotliegend ist rotliegend oder rotliegendes, das heißt tatsächlich so, das leitet so gut wie gar kein Wasser durch. Das heißt, man wird in den Tiefen des Steins überhaupt nichts finden. Das ist keine Option, hier jemals eine Quelle zu erschließen. Deswegen war das immer nur eine Zisterne. Heißt, man hat da Regenwasser gesammelt und solange da genügend Regenwasser drin war, war halt Wasser da, war es alle, dann hat die Burg halt ein Problem gehabt. Kam aber nie zu einer nennenswerten Belagerung, in der dann Wasserknappheit ein Thema gewesen wäre. Die einzige Möglichkeit, die ich aber sehe, um diese Burg tatsächlich zu Fall zu bringen, ist eine langfristige Belagerung, bis die Wasser-, Bier- und Weinvorräte entsprechend aufgebraucht wären. Das wäre wahrscheinlich das Einzige gewesen, hier reinzukommen. So, was wir bisher alles gesehen haben, ist von ungefähr 1450. Ungefähr, so genau weiß man das gar nicht, jedenfalls ich nicht. Und hier oben jetzt allerdings, auf dem Felsen, thront jetzt die Oberburg. Das ist noch nicht mal der Bergfried, der ist noch weiter hinten. Das ist die untere Oberburg sozusagen. Und die Oberburg wiederum, die ist von 1100 ungefähr. Das heißt, das ist für die damalige Zeit wirklich auch schon eine sehr luxuriöse und prunkvolle Anlage gewesen. Wenn man jetzt mal ein bisschen drauf achtet, man kann hier andeutungsweise die Fenster im Nebel erkennen. Die sind schon ein bisschen hübsch. Ja, es sind Doppelfenster. Man kann da einigermaßen rausgucken und es kommt auch einigermaßen Licht rein. Ist aber kein Vergleich zu den Fenstern des moderneren Rittersaals, der dann eben 350 Jahre später erst errichtet worden ist. Und das Ding da oben war wirklich im Wesentlichen eine Verteidigungsanlage. Gucken wir uns noch an. Aber wenn wir jetzt mal ein Stückchen zurückgehen, dann sehen wir hier übrigens auch da unten dieses Ding. Was ist das? Ist das das Klo, wo man den Unrat hat rausfließen lassen? Nein, das ist die ehemalige Treppe. Es gab eine Holztreppe. Man ging da rein und raus und die Holztreppe führte hier runter. Hier sieht man noch das Gemäuer und die Anpassung im Stein, dass wahrscheinlich die Treppe bis hier führte und dann da wahrscheinlich so rum runter. Also das war der Originalzugang. Was heute der Zugang ist, das ist zu schön zu erkennen am Geländer und den dort spazierenden Menschen. Das ist, ja, wie gesagt, etwas jüngeren Datums, dürfte es dann aber auch spätestens gegeben haben, als der untere Teil der Burg, also da, wo ich jetzt stehe, gebaut wurde. Aber der Originalzugang ist eben diese Holzkonstruktionslösung. Hätte man zur Not wahrscheinlich auch kaputt hacken können, wenn der Feind kommt, dann kommt man zwar selber nicht mehr raus, aber der Feind auch eben nicht rein. Aber selbst aus heutiger Sicht, man stelle sich vor, da an der Ecke, ja, wo man um die Ecke muss, man denke sich das Geländer weg und stelle sich dort zwei Soldaten mit Speer vor und du willst da um die Ecke, um die Burg zu stürmen, dann reichen zwei Soldaten mit Speer, um einfach jeden runter zu pieken, der da um die Ecke kommt. Und wenn die müde werden, werden sie von zwei anderen Soldaten mit Speer ausgelöst.
ausgetauscht und dann können 4 Mann die komplette Burg verteidigen und niemand kommt da rein. Also das Ding ist wirklich nahezu uneinnehmbar, keine Chance. Selbst mit Kanonen des Mittelalters hätte man die niemals kaputt bekommen, weil die nicht in so einem steilen Winkel nach oben schießen konnten, schlicht und ergreifend. Also ja, ist eine beeindruckende Anlage. So, wir gehen in den Rittersaal und zwar tun wir das einfach direkt und siehe da, im Rittersaal gibt es einen Brunnen. Ja, denkt jeder, ist aber kein Brunnen, ist das Treppenhaus, was wir gerade im Keller gesehen haben. Das kommt hier hoch und führt dann quasi hier raus. Diese Ummauerung des Treppenhauses ergibt aus heutiger Sicht nicht wirklich viel Sinn. Das ist schwierig zu sagen, warum die existiert. Vielleicht war das komplette Treppenhaus irgendwann mal ummauert, dass das einfach weiter hochging. Darauf würde ja das hier hinweisen und ich vermute, das wird auch der Fall gewesen sein. Dass also quasi das Treppenhaus gar keinen Zugang hatte, um hier im Erdgeschoss des Rittersaals irgendwie das Treppenhaus verlassen zu können, sondern die erste Möglichkeit, aus dem Treppenhaus wieder rauszukommen, war diese Tür und die ging dann da rum und dann kam man da raus. Und wenn man da rauskam, war man übrigens schon im Rittersaal, aber zudem gleich mehr. Ne? Ganz auffällig ist auch, dass den überwiegenden Teil des Treppenhauses hat man an der Wand relativ grobes, normales Burgbaugestein. Also das gleiche Gestein, woraus die ganze Burg sowieso besteht. Das ist eine Mischung aus Buntsandstein und Propyrsteinen, beziehungsweise Rotliegendsteinen, was man halt zur Verfügung hatte. Das meiste stammt hier direkt aus der Umgebung, wurde hier direkt abgebaut für den Bau der Burg. So, und interessant ist jetzt, wenn wir jetzt weiter hochgehen, unser Treppenhaus, stellen wir fest, dass dann plötzlich schöne, beschlagene, glatte Steine die Wand der Treppe bilden. Und da wird vermutet von mir und von anderen, dass wahrscheinlich zum Rittersaal ausgehend die Treppe ab dem Punkt dann offen war und man die Treppe sehen konnte, beziehungsweise das die Rückwand des Treppenhauses sehen konnte. Das geht dann auch nur noch bis da. Ja, und da ist dann Schluss, zumindest mit der Wendeltreppe. Da muss es andere Möglichkeiten gegeben haben, noch weiter hochzukommen, weil das Gebäude war noch höher, als wir hier jetzt sehen können. Und ja, dadurch, dass die Treppe offen war, musste natürlich vom Rittersaal aus das Gestein der Treppe was hermachen, weshalb man hier dann diese glatten und etwas hübscheren Steine sozusagen verbaut hat. Das hier dürfte ein Durchgang zum anderen Gebäude nebendran gewesen sein. Und damit sind wir tatsächlich beim Rittersaal angekommen. Der ist vor allen Dingen beeindruckend durch seine schiere Dimension. Wir befinden uns im Erdgeschoss. Das Erdgeschoss, muss man dazu sagen, war, das weiß man heutzutage leider gar nicht mehr, jedenfalls nicht als eigentlicher Rittersaal geplant, sondern vermutlich gab es hier die Küche. Darauf weist hin, das Vorhandensein dieses Kamins, der da oben zwar inzwischen weggebröckelt ist, aber ursprünglich seine Feuerung wirklich nur hier unten hatte und da oben wahrscheinlich keinen zusätzlichen Zugang zum Kamin. Wäre auch doof gewesen, wenn es da unten brennt, da oben machst du nochmal ein Loch rein, dann kannst du dir aber sicher sein, wo der Rauch hingeht, nämlich in den Rittersaal. Wäre also wirklich völlig bekloppt gewesen. Nichtsdestotrotz hat das untere Vorhandensein des Kamins sicherlich da oben noch ein bisschen mitgeheizt, gerade wenn man da recht dünne Steinchen hatte, was dieser Neben Schacht hier sein soll. Tja, das ist natürlich die große Frage. Vielleicht noch ein bisschen Zusatzwärme irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Vielleicht hing da auch eine Uhr mit einem langen Pendel. Auch diese Theorie habe ich schon mal gehört. Schwer heute zu rekonstruieren. Das weiß ich schlicht und ergreifend nicht. Ja, also deswegen darf man vielleicht davon ausgehen, dass sich die Küche irgendwo hier befunden haben muss. Was aber sehr untypisch wäre, falls die Küche tatsächlich einfach hier dieser Bereich war und eine sehr große Küche möglicherweise, dass die Küche vergleichsweise luxuriöse Fenster hat. Nicht einfach nur irgendwelche kleinen, schrottigen Fenster, sondern schon was, wo man auch vernünftig rausgucken kann. Ja, war das dem Drang der Markgrafen von Baden geschuldet angeben zu wollen oder hatte das irgendwelche funktionalen Gründe? Das ist sehr schwer festzustellen. So, also für die Küchentheorie, hier nochmal eben der Kamin, spricht übrigens auch, dass die Fenster innerhalb des Küchenbereichs, des vermuteten Küchenbereichs, Ansätze von einer Ausgießvorrichtung haben. Ja? Hier nur ansatzweise vorhanden, aber Kamin, nächstes Fenster,
hier deutlich zu erkennen, dass es sich also um irgendwas handelt, wo man hier auch, da ist eine kleine Ritze in der Mauer, wirklich sein Wasserchen einfach hat rausgießen können und am besten zu sehen hier beim letzten Fenster. Und da befindet sich, ne, man sieht wirklich groß, da fällt sogar das Licht durch die Ausflussnase. Und auf der anderen Seite befindet sich sogar noch ein kleiner Vorsprung, wie so eine Art Wasserspeier, wo dann wirklich das Wasser wunderbar hat ausgegossen werden können. Also viele gute Gründe, weshalb sich hier möglicherweise tatsächlich die Küche inklusive Waschküche wahrscheinlich befunden haben könnte. Gegen diese Theorie wiederum spricht, dass wir direkt hier nebendran bereits ein Prunkfenster haben. Das ist nun definitiv für die damalige Zeit viel zu teuer gewesen, um es als Küchenfenster verwenden zu können. Aber vielleicht war das auch schon bereits ein erstes kleines Wohnbereichlein, auch mit dieser Bank hier neben dem Fenster, das hier bereits gewohnt wurde oder vielleicht das Küchenpersonal sehr standesgemäß eben nicht untergebracht wurde, weil hier haben wir wiederum ein normales Fenster auf dem Level der anderen Küchenfenster, allerdings ohne Ausgussvorrichtung. Ist also alles ein bisschen mysteriös. Was ich auch noch nie rausgefunden habe, ist, wofür dieses halbhohe Ding hier gut ist. Völliges Rätsel. Ja, es ging hier auch nicht weiter runter. Das ist wirklich immer so hoch gewesen. Wir sind tatsächlich auf Bodenniveau. Das sieht man ja an den anderen Fenstern, dass da die Zugänge, die da reinführen, eben auf dem gleichen Niveau sind wie das Ding. Also, ja, großes Mysterium. Was zum Geier ist das? Ja, vielleicht weiß es jemand und schreibt es in die Kommentare. Auch hier gibt es nochmal so einen geheimnisvollen, halbhohen Rundbogen mit Gebüsch. Aber ja, sehr, sehr, sehr mysteriös. Gut. Was uns dann zurück zum Rittersaal bringt. So, damit sind wir jetzt wieder zurück am Anfang vom Rittersaal und beachten jetzt hier eben das Untergeschoss, das wir gerade angeguckt haben. Da gibt es nicht mehr allzu viel zu sagen, außer, dass sich im Untergeschoss diese Säulen befunden haben müssen. Davon, das ist das Letzte, was noch im Original vorhanden ist, davon vermutlich 3 Stück. Vermutlich, von der mittleren ist überhaupt nichts mehr übrig. Keine Ahnung, wo die sich genau befunden hat. Da hinten hat man diesen einen Klotz, um zu signalisieren, dass sich da auch möglicherweise eine Säule befunden hat. Der eine Klotz, den man da gefunden hat, gehört wahrscheinlich auch zu diesen Säulen dazu. So, jetzt ein Stockwerk über uns. Hier. Das ist der Mauervorsprung, der quasi das nächste Stockwerk markiert, beziehungsweise da zumindest begann das Gebälk fürs nächste Stockwerk. Wenn wir uns hier den Unterschied zwischen Ansatzpunkt vom Gebälk und dem Ding hier angucken oder auch dem Bereich, wo man in die Fenster reinlaufen konnte, ja, dann ist da immer noch so ein gewisser Vorsprung bzw. ein gewisser Höhenunterschied dazwischen und vermutlich ist das die Dicke der Balken, die einfach auf dem Vorsprung hier auflagen und die Decke gebildet haben über dem Ort, an dem ich jetzt gerade stehe. Und das erklärt auch das Vorhandensein der Säulen, dass über die Säulen wahrscheinlich einer oder ein zusammenhängender oder irgendwie zusammengezimmerter zentraler Balken in diese Richtung ging und von da dann eben Querbalken rüber auf den Zentralbalken der Säule, um damit eben den kompletten Saal auszufüllen. Der Rittersaal, also das Ding hier über uns, war ohne jegliche Trennwände ein durchgehender Raum von unserer Treppe, die wir bereits gesehen haben, mit all diesen Fenstern, hier diesen Prunkfenstern und Angebefenstern, bis rüber auf die andere Seite mit den ganz großen Prunk- und Angebefenstern und kein Zufall, in der Mitte zwischen den Fenstern auch da ein riesiger Kamin. So, das macht den Rittersaal also für Mittelalterverhältnisse zu einem außerordentlich großen Raum für 1450. Und zweitens macht es ihn zu einem außerordentlich hellen Raum durch die zahlreichen Fenster. Ähnliches kennt man eigentlich sonst, also ich persönlich, und ich interessiere mich für mittelalterliche Architektur, kennt man das eigentlich nur von Kirchen. Ja? Also für einen Saal, der rein weltlichen Herrschern zur Verfügung stand, wirklich ein bemerkenswert riesiges Ding. So, außerdem war es auch ein relativ warmer Saal, denn hier haben wir noch einen zweiten Kamin. Zwei relativ große Kamine, wenn da ein ordentliches Feuer brennt, dann kriegt man selbst eine zugige Burg irgendwann warm. Plus den Einfluss des Küchenkamins, der oben eben noch ein bisschen mitgeheizt hat, der wahrscheinlich auch ein bisschen durch die Decke geheizt hat und dafür noch ein gewisses Zusatzmaß an Wärme gesorgt haben dürfte. Das ist also für 1450 verhältnismäßig
Verhältnisse außerordentlich luxuriös. So, was die Fenster angeht. Ja, mir gefällt die Theorie, nehmen wir das Fenster, das ist besonders schön, dass auf diesen Bänkchen links und rechts vom Fenster dann die Edelleute saßen, sich, wenn das Bankett, wahrscheinlich stand in der Mitte vom Rittersaal ein großer Tisch, und wenn das Bankett vorbei war, dann hat man eben auch mal hin und wieder in so ein Nischlein sich zurückgezogen, um dort private Dinge zu besprechen, vielleicht Hochzeiten zu arrangieren, Kriege zu beenden, Kriege anzufangen, je nachdem. Ne? Also kann man sich alles Mögliche vorstellen, was da angestanden ist. Vielleicht hat man einfach nur alte Freunde und Bekannte getroffen und hat sich einfach nur besoffen, ohne groß Sinn und Verstand. Es ist nicht so, dass wir das heute nicht auch machen würden. Und ja, wahrscheinlich saß dann am Ende der großen Tafel, die hier einmal der Länge nach durchgegangen sein dürfte, vor dem Kamin Markgraf mit Frau. Frau natürlich eher dekorative Zwecke, sonst hatte die nicht allzu viel zu melden, ist leider so. Und er hat da eben über seine Befolgschaft blicken können, über seine Gäste blicken können. Und gefroren dürfte er auch nicht haben mit dem fetten Feuer im Rücken und war mächtig. Ja? Er war tatsächlich sehr mächtig, weil diese Anlage ist einfach für ihre damalige, für die Zeit unglaublich teuer gewesen und konnte sich nur leisten, wer außerordentlich mächtig war. Es ist also hier auch einfach ein Gebäude zum Angeben. So, eine weitere Besonderheit finden wir hier, nämlich dieser Nische hier mit Gitter. Da gehen wir auch gleich rein. Das ist die an den Rittersaal angrenzende Kapelle. Hat alle möglichen Besonderheiten, wie gesagt, die sehen wir gleich noch. Die Tatsache, dass es eine an den Rittersaal angrenzende Kapelle gibt, kenne ich aus keiner einzigen anderen Burg, die ich jemals gesehen habe, und ich bin da recht fleißig. Das ist auch dahingehend interessant, dass es für viele Burgenbaumeister das Gesetz gab, dass man niemals eine Kapelle dahin bauen darf, wo noch irgendwas anderes oben drüber gebaut wird. Und hier wurde noch jede Menge oben drüber gebaut. Das war deswegen nicht zulässig, weil oberhalb der Kapelle nur noch der Himmel, also sprich Gott und Konsortium, aufkreuzen dürfen bzw. sein dürfen. Und hier war oberhalb der Kapelle eben einfach noch irgendwas anderes. Ja, der Markgraf ist da wahrscheinlich spazieren gegangen, oder ja, der Markgraf kam also über die Kapelle, und das ist ein gewisses Sakrileg. Das war hier aber egal, hat man eben trotzdem gemacht. Ja, übrigens, die weiteren Stockwerke. Hier vermutlich wohnte der Markgraf, ist angenommen, dass das die markgräflichen Unterkünfte schlicht und ergreifend gewesen sind. Und da nochmal oben drüber, jetzt bei den kleinen Fenstern, hat man wahrscheinlich illustre Gäste untergebracht, also ein bisschen bessere Gäste, nicht einfach nur den Knecht vom durchreisenden Ritter, sondern den Ritter selbst. Plus, das Gebäude war noch mal höher, wie man hier sehen kann, und hatte ein Spitzdach. Dadurch, dass es also hier so hoch ist, muss es in der Mitte noch mindestens so hoch gewesen sein, wenn das mit dem Spitzdach irgendwie hinhauen soll. Ja, mindestens. Das heißt, das war also wirklich ein gigantisches Bauwerk für die damalige Zeit. Ja, auch hier übrigens in diese Richtung wieder Öffnungen, wo das Licht reinkam, und dass übrigens die Hauptfensterfront da drüben ist, ist auch kein Zufall, weil da ist Süden, und wo steht die Sonne im Zenit? Im Süden. Das bedeutet, die meiste Zeit des Tages kam von da eben das Licht rein, und wenn die Sonne dann erfolgreich schon bereits am Aufgehen ist, hat man bereits da drüben auf der Markgrafseite auch schon Licht gehabt, und der konnte seinen Tätigkeiten im Rittersaal nachgehen, sofern er da schon welche im Rittersaal zu erledigen hatte. So, und bevor jetzt jemand fragt, dieses komische Holzkonstrukt da, das ist eine sogenannte Windharfe, die langsam vor sich hin bröselt und langsam auseinanderfällt, ist das Resultat eines Baden-Badener Künstlers, der die da mal hingestellt hat. Sie macht nicht mehr viel Krach, aber als sie noch intakt war, hat sie bei gutem Windhafenwetter, also wenn der Wind hier durchs Fenster gepustet hat, hat sie so ein Geräusch gemacht, das klang ungefähr so. Wow, 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 wow. Da so in etwa. Gut, aber inzwischen habe ich ganz lange nichts mehr von dem Ding gehört. Es muss schon wirklich sehr, sehr stürmisch sein, und wahrscheinlich macht dann der Schlitz im Holz mehr Geräusch als die kaputten Seiten. Daher, ja, so, Rittersaal von oben kommt jetzt. Ja, und da wusste der Ben noch nicht, kommt erst ein andern Mal, weil hier ist jetzt Schluss, sonst wird das zu lang pro Folge. Und daher bis zum nächsten Mal und tschüss.